Es geht natürlich wieder um eine Tangente, eine Funktion. Woran erkenne ich, dass ich nicht die normale Tangentenberechnung nehme, also dass es sprich eine Tangente von außen ist? Ich erkenne wieder, dieser Punkt 0, 16 liegt nicht auf der Funktion. Wenn ich nämlich 0 einsetze fürs x, 0 hoch 4 ist 0, weil irgendwas ist 0, plus 4 kommt 4 raus als y-Wert, nicht 16. Das heißt, dieser Punkt liegt nicht auf der Funktion. Ich habe also die Situation, ich habe irgendeine Funktion, ein Punkt p, der liegt außerhalb, und ich möchte eine Tangente an die Funktion so legen, dass diese Tangente durch den Punkt p geht. Und damit bin ich wieder beim Standardproblem Tangente von außen. Also gehe ich das so an, wie ich die letzten Aufgaben auch angegangen bin. Ich fange an mit der Tangentenformel, beziehungsweise ich kann eigentlich mit der Ableitung anfangen, weil die brauche ich sowieso. Die Ableitung f' von x. Die Hochzahl, die 4, kommt runter. Minus 0,25 mal 4 gibt genau 1. Um es genau zu nehmen, minus 1. Und neue Hochzahl ist 3, eins kleiner. Die 4 da hinten fällt weg. Also ist das schon mal eine Ableitung. Also, Tangentenformel. Y gleich f' von u mal x minus u plus f von u. U ist ja der x-förmige Berührpunkt. Den kenne ich nicht. Was ich aber kenne, ist irgendein Punkt, der durch die Tangente läuft. Also kann ich die Koordinaten von diesem Punkt einsetzen. X-Wert ist 0, y-Wert ist 16. Und jetzt trage ich mein f' von u ein und mein f von u. f' von u ist praktisch f' von x, nur dass statt dem x ein u steht. Also minus u hoch 3. Mal 0 minus u, 0 kann ich mir sparen, ist minus u. Plus f von u ist praktisch f von x, nur dass statt dem x ein u steht. Also plus minus 0,25 u hoch 4 plus 4. Das Plus, Minus kann ich mir sparen, das ist hier nur Minus. Also fassen wir es zusammen. Minus u hoch 3 mal minus u. Vorzeichentechnisch, Minus mal Minus gibt Plus. Buchstaben, u hoch 3 mal u sind u hoch 4. Minus 0,25 u hoch 4 plus 4. Und jetzt kann ich einfach nach u auflösen. Sprich, ich bringe die 4 rüber. Hab drüben also noch 12 und hier 1 u hoch 4 minus 0,25 u hoch 4 sind 0,75 u hoch 4. Naja, durch 0,75 teilen, das kriegen Sie wahrscheinlich mit Ihrem Taschenrechner hin. Kommt raus 16 ist u hoch 4. Und wenn ich jetzt die vierte Wurzel ziehe, Sie denken ans Plus Minus, bei geraden Wurzeln muss man immer Plus Minus mitdenken, also vierte Wurzel aus 16 gibt 2. Das heißt, mein u ist plus oder minus 2. Ich habe also als be mögliche Berührpunkte einmal 2 und f von 2 und einmal habe ich minus 2 und f von 2. Der größte Teil und schwerste Teil der Aufgabe ist getan. Ich brauche jetzt noch die tatsächliche Tangente, weil es ist ja nicht nach dem Berührpunkt gefragt, es ist nach den Tangenten gefragt. Also, kann ich jetzt wieder von vorne anfangen? Die Tangentenformel hätte ich nicht wegwischen müssen. Das ist y gleich f' von u mal x minus u plus f von u. Und beginne jetzt mit einer ganz normalen Tangentenberechnung, nur dass ich diesmal halt u kenne. Das heißt, erster Fall, u gleich 2. Also habe ich y gleich f' von 2 mal x minus 2 plus f von 2. f' von 2, wenn ich 2 hier einsetze, 2 hoch 3 ist 8 und das Minus davor sind also minus 8 mal Klammer x minus 2 plus f von 2. Wenn ich 2 in die Funktion einsetze, 2 auf 4 sind 16, mal minus 0,25 sind minus 4, plus 4 ist 0.
Und damit habe ich y gleich minus 8x, minus 8 mal minus 2 sind plus 16. Das ist meine erste Tangente. Die zweite Tangente, das ist beim x-Wert minus 2, das heißt u ist minus 2. Ich habe also genau das Gleiche. Ich setze wieder in diese Tangentenformel minus 2 ein, habe also y gleich f' von minus 2 mal x minus minus 2, eben u ist jetzt minus 2, also habe ich x minus minus 2, plus f von minus 2. Gibt, wenn ich minus 2 in die Ableitung einsetze, minus 2 hoch 3 ist minus 8, mit dem Minus wird es zu plus, x plus 2 bleibt. Wenn ich minus 2 in die Funktion einsetze, kommt natürlich auch wieder 0 raus, weil die Funktion ist ja symmetrisch zur y-Achse, hat nur gerade Hochzahlen. Wenn Ihnen das nicht einfällt, setzen Sie es ein. Minus 2 hoch 4 gibt plus 16, mal minus 0,25 sind minus 4, plus 4 ist 0. Ach, welche Überraschung. Und damit weiß ich, meine Tangente hat die Gleichung 8x plus 16. Das ist meine zweite Tangente und damit habe ich beide Tangenten rausgekriegt, nach denen gefragt war. Und mehr müssen wir nicht machen.